Hallo Zockerfreunde, weiter geht's in Fallout 4. Ich hatte ja das letzte Mal gesagt, dass ich erstmal das hier machen will. Aber um ehrlich zu sein, ich habe da nochmal drüber nachgedacht. Ich bin einfach zu neugierig. Oder doch, wir erledigen erst das und dann begebe ich mich dahin. Mich interessiert das. Also, ich will wissen, ob meine Deckung nur aufgeflogen ist oder nicht, aber ich werde mich erstmal darum kümmern. Das heißt, ich muss erstmal hier raus. Warte mal, ich will mal wieder den hinteren Ausgang benutzen. Das wäre in dieser Richtung. Da durch. Wenn Tycon fällt, gehen uns langsam die Orte aus, an denen wir Synths verstecken können. Ja. Ja, ist okay. Ich werde mich darum kümmern. Alles grün. Machen wir uns hier raus. Also ich habe das Gefühl, dass der Weg genauso weit raus ist wie der durch die Kirche. Da kommst du nicht rüber? Komm. So. Da. Ist der... Wo ist der Hund hin? Okay, na gut, der wird wahrscheinlich schon noch kommen. Denke ich. Jo, da ist er noch. Gut. Kümmern wir uns um den Unterschlupf. Und dann werde ich dort hingehen und mir mal anhören, was die zu sagen haben. Karte. Genau. Da machen wir uns hin. Und schauen mal. Ich hoffe, dass die Railroad-Leute dort noch leben. Und dort vielleicht einfach nur das Funkgerät kaputt ist. Hier war ich, glaube ich, schon mal. Und? Nee, komm mit, komm. Wir wollen uns nicht hier allzu lange aufhalten. Komm, komm einfach mit. Okay. Schauen wir mal, was jetzt noch kommt. Wird der Hund noch mitkommen? Weiß ich nicht. Okay. Eindringling erkannt. Hier ist Zutritt verboten. Ihre Ankunft wurde in der Missionsbesprechung nicht erwähnt. Diese Unregelmäßigkeit wird Justin Ayo gemeldet. Warte mal. Das SEB schickt mich, um nach dem Rechten zu sehen und meine Hilfe anzubieten. Mission wird planmäßig fortgesetzt. Hinterhalt auf Railroad-Ziele steht. Sämtliche Synths in deren Besitz werden zurückgeholt. Okay. Warum gefällt mir das gerade nicht? Gehen Sie über die Treppe hinaus. Der Aufzug wurde von der zweiten Einheit deaktiviert. Okay. Warte mal. Scanne unbekannte Person. Freigabe bestätigt. Gehen Sie über die Treppe hinaus. Der Aufzug wurde von der zweiten Einheit deaktiviert. Gehen Sie über die Treppe hinaus. Der Aufzug wurde von der zweiten Einheit deaktiviert. Tut mir leid. Aber das kann ich nicht zulassen. Die müssen weg. Die müssen weg. Weil die gefährden die Freiheit der Synths. Kritischer Fehler. Okay. Die haben noch ein paar Fusionszellen bei sich. Das ist gut. Die brauche ich auch. Für meine Waffe. Und jetzt sehe ich auch meine Waffe wieder. Das war ja in der letzten Folge ein kleines Problem. So, Hund, könntest du mal da... Aber hier ist noch wer. Wo sind Sie denn hin? Ich bin hier. Komm her. Die Railroad braucht diesen Unterschlupf. Okay. Ich weiß, dass Sie noch da sind. Ja, wenn ich wüsste, wo du bist,
könnten wir das Problem schnell erledigen. So, also. Das nehmen wir mit. Bitte kommen Sie aus Ihrem Versteck. Ja, das habe ich vor. Wenn ich wüsste, wo du bist. Weil ich verstecke mich ja eigentlich gar nicht. Ich stelle keine feindliche Präsenz mehr fest. Okay. Wo ist der? Weil ich muss den auch erledigen. Hilft alles nichts. Wo ist der? Ich höre den doch als laufen. Sag mal, bin ich ja blöde? Wo ist der? Bewegung entdeckt. Seltsam. Genau. Da irgendwo muss der sein. Nein, da ist er nicht. Ich rate von feindseligen Aktionen ab. Seltsam. Offenbar eine Fehlfunktion meiner Sensoren. Warte mal. Hallo? Komm. Zeig dich mal. Wo ist der Spacken? Oh. Perfekt. Nehmen wir mit. Waren Sie eigentlich auf mich getäuscht? Keinen Feind entdeckt. Scheint nichts zu sein. Vielleicht müssen meine Sensoren kalibriert werden. Der ist doch hier irgendwo. Verdammte Hacke. Warte mal, da ist noch Zeug. Nehmen wir mit. Wo ist der? Ich meine, hören tue ich den. Das sind, also wenn ich das richtig gehört habe, sind es sogar zwei. Out of order. Oh, was ist das denn? Fat Man. Nehmen wir mit. Da drunter irgendwie. Da unten. Hier. Hier werden die irgendwo sein. Gut, looten wir erstmal das hier. Hier ist sonst nichts weiter. Nein. Habt ihr mich gehört? Hier irgendwo. Ah. Ist da jemand anwesend? Sensor meldet feindliche Präsenz. Na komm, gib alles her. Warte mal, da ist er. Systeme offline. Aber hier ist noch wer. Ich hör's nämlich. Warte mal. Benutzen wir das Terminal. Protektron. Ein persönlichen aus... aktivieren. Bitte weisen Sie Personal in der Nähe. Okay. Aktivierung Protektron zu Diensten. Ja! Da unten ist er. Sie haben ich schütze und diene. Okay. Gut, ich denke mal... Haben wir jetzt alle? Weil wenn ich hier was zurücklasse, könnte es problematisch werden. Halt, warte mal, wo ist denn der? Ihre Terminierung ist unvermeidbar. Terminierung. Ja, nee, ist klar. So, ich denke mal, der Roboter wird von alleine mitkommen. Ja. Okay. Den haben wir erledigt. Gehen wir mal weiter runter. Terminiere mit äußerster Entschiedenheit. So. Was? Wo ist denn der? Da! Komm her! Komm! Erledigt. Da komme ich nicht durch. So. Nehmen wir auch alles mit. Was haben wir denn hier? Noch eine Sündwaffe? Ich bedauere jegliches Leid, das ich Ihnen möglicherweise zufüge. So, schauen wir mal.
Ich hoffe. Warte mal, in der Richtung müssen noch welche sein. Scanne. Oder sind die unten drunter? Warte mal, wo ist denn der Roboter, den wir eben eingeschaltet haben? Hey, warte mal, was ist das denn? Nuka Cola Quantum, hä? Okay. Jetzt verstehe ich. Sie verstecken sich, weil sie Angst vor dem Tod haben. Okay. Wo ist denn der Roboter? Ich schütze und diene. Okay. Einheit abschalten, Selbstzerstörung einleiten, Befehl. Nee, komm, wir schalten den erstmal wieder ab, weil so nützlich ist er hier sowieso nicht. Okay. Gut, der ist abgeschaltet, weil momentan höre ich nämlich als Schritte und ich will schon so ein bisschen noch orten, wo der ist. Und es geht nicht, wenn ich ständig irgendwelche anderen Schritte von dem da höre. Okay, sieh nach Wirtschaft stand da eben. Geht's hier nicht noch irgendwo runter? Da. Okay, machen wir uns da runter. Da irgendwo auf jeden Fall. Gut, wir nehmen hier alles mit. Alles mitnehmen. Oh, hier ist aber einiges. Da ist nichts mehr. So. Da ist auch noch was. Oh, das hätte ich beinahe vergessen hier. So. So. Ich denke, ich habe jetzt alles. Hoffe ich zumindest. So. Hallo? Okay, das Ding erstmal erledigen. Erledigt. Na komm. Okay. Da müssen wir wohl der Railroad Bericht erstatten. Das, jo, nehmen wir mit. So, mal gucken. Sind hier irgendwo noch Feinde zu sehen? Nee, schaut nicht so aus. Gut. Ja, da waren wir eben. So, dann gehen wir. Halt. Hier ist da auch noch Zeug. Gut. Entsperren. Gut, nix. Bin durch. Safe-Steuerung, okay. Schloss deaktivieren. Gut. Dann sollte hier eigentlich irgendwo ein Safe sein. Ah, dahinter. Gut, nehmen wir alles mit. Okay. Benutzen wir das Terminal. Türsteuerung. Aufschließen. Okay. Bin ich mal gespannt. Okay. Die Waffe lieber im Anschlag lassen. So. Jo, Hundi. Ich gehe mal da runter. Bewegung entdeckt. Seltsam. So, okay. Gut. Der ist unsichtbar. Der ist echt unsichtbar. Okay. Da ist noch so ein Teil. Das schießt. So, dann war hier irgendwo noch ein... Da. Gut, die haben wir erledigt. Ich hoffe mal,
dass hier nichts mehr rumrennt. Gut. Dann gehen wir zurück zu Railroad und berichten davon. Und dann werde ich mal an dieser komischen Sitzung teilnehmen. Ich hatte vor Dayton einen Schusswechsel mit einem Runner. Ticonderoga wurde von Runnern ausgelöscht. Keine Überlebenden. Alle Mann verloren? Verdammt nochmal. Das wollte ich nicht hören. Jetzt wird es ein Wettlauf. Können wir die Synths befreien, bevor das Institut uns vernichtet? Sollen wir uns verstecken? Schlechter Plan. Wir werden siegen. Sollten wir uns nicht lieber verstecken? Es ist nur eine Frage der Zeit, bis das Institut hinter deine Tarnung kommt. Wir haben hier nur eine einzige Chance. Also ist es keine Option, unsere Köpfe in den Sand zu stecken. Hm. Ach komm, wir befreien die Synths. Wir haben es bis hierher überlebt. Jetzt schaffen wir es auch bis zum Ende. Hoffen wir es. Ohne Tycon fehlt uns das Personal. Wenn du neben deiner Hauptmission etwas Zeit hast, könnten die anderen sicher deine Hilfe gebrauchen. Doc Carrington hat nach dir gefragt. Ja. Nee, ich will jetzt erstmal schauen, dass ich hier wieder rauskomme. Was? Operation Tycoon abgeschlossen. Okay, gut. Das heißt, ich aktiviere jetzt mal das da. Ich will das wissen. Aber bevor ich das mache, werde ich erstmal die Rüstung reparieren. Nächstes Mal werde ich vielleicht blond. Ich brauche ein bisschen Spaß. War ein guter Mann. So, warte mal. Ja. Ich suche jetzt gerade mal die Reparaturstation für da. So, erstmal raus. Das Ding mal reparieren. So. Was bauen wir denn heute? Ich will eigentlich erstmal sehen, dass ich hier so ein bisschen repariere. So. Erstmal alles so ein bisschen heile machen. Okay, ich habe da so einiges mitgenommen. Ich muss da mal gucken, dass ich mal so ein bisschen wieder ausmiste. Weil sonst weiß ich nämlich jetzt gar nicht, welches gehört jetzt zu meiner regulären Rüstung und welches nicht. Okay. Jetzt erstmal das ausrüsten. Das ist ausgerüstet. Ja, mal gucken hier. Das ausrüsten. So, das sind die F-Sachen. Jetzt muss ich einmal gucken. Das ist auch F. Ja, das Ding ist zwar auch F, aber nö. Helm. Warte mal, welchen Helm habe ich bisher an? Gar keinen, ne? Linker Arm, rechtes Bein. Da fehlt noch... Ah, den Helm habe ich an. Der ist schon auf F. Linker Arm, rechtes Bein. Linkes Bein. Da. Modell F hätte ich gern. So. Das heißt, hier mach mal... Kalibrierte Stoßdämpfer. Servos. Erhöht die Tragekapazität. Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Machen wir. So. Was? Okay, jetzt hat er's. So. Gut. Das heißt, wo ist jetzt F? Das linke Bein. Rechtes Bein, linkes Bein. Das ist B. Da. Das da. So, linkes Bein. So, dann haben wir hier, warte mal, rechtes Bein
Können wir vielleicht auch noch ein bisschen... das erhöht auch die Tragekapazität. Würde ich sagen, machen wir. So. Also. Okay, jetzt macht mich das gerade nervös. Wo ist das linke Bein? Da ist es. Rechtes Bein. Damit haben wir die Tragekapazität schon mal hoch gemacht. Helm. Scheuernd. Was heißt denn scheuernd? Okay, da haben wir einen Strahlungsfilter drin. Sollte zumindest. Helmlampe, Wardboy. Okay, das ist egal. Erstmal. Ja, die können wir dann rausmachen, denke ich. Das, was wir nicht anhaben. Gut. Ich hoffe, dass das uns was bringt. Erst einmal. Nein, 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 Quatsch. Verlassen, verlassen. Ich wollte eigentlich was anderes machen. Und zwar, da so. Dass wir da mal ein bisschen Zeug rausmachen, was wir von der Rüstung jetzt erstmal nicht brauchen. Komm, das können wir auch erstmal rausnehmen. Wo ist das? Weil ich will nicht, dass das irgendwie... Nee, wisst ihr was? Das mache ich offstream. Ich will jetzt nicht hier Ewigkeiten da jetzt rumsortieren und machen und tun. Rüstung sollte jetzt komplett heile sein. Jo, prima. Gut. Und ist auch ein Stück verbessert. Gut, wir müssen... Warte mal. Okay. Wir müssen raus hier erstmal. Das heißt, ich mache mich... alles, was die Synths haben. Die Runner sind daraus. Im Spiel. Wenn du also einen Synth beschützen musst, bewaffne dich bis an die Zähne. Jo. Die wollen wir jetzt nicht reden. Erstmal raus aus der Railroad. Ich muss mit denen quatschen. Vielleicht können wir unsere Deckung ja doch irgendwie noch retten. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Sichere DIA-Versteck. Sprich mit Piper. Nee, da ist ja sonst nichts. Ich soll nur weiter mit Vater arbeiten. Ja, nee, ist klar. Kommt mir komisch vor. Gut, auf jeden Fall mache ich mich hier raus. Und dann mal schauen. Gut. Erstmal ein bisschen Energie tanken wieder. Bevor wir weitermachen. Perfekt. Puh. Dann ins Institut. Bin ich mal gespannt. Okay. Dahin. Institut. Na komm. Machen wir uns ins Institut. Und, ich hoffe, dass das alles noch... Wie ich gehört habe, war der abtrünnige Synth in Libertalia eine echte Gefahr. Jo. Gut, dass er wieder da ist, wo er hingehört. So, jetzt muss ich ja mal gucken. Da oben muss ich hin. Das heißt, einfach mal hier die Treppe rauf. Dann mal schauen. Noch höher muss ich. Okay. Gut. Gehen wir noch höher. So. Ah, da ist er ja. Bleibst du mal stehen, du Spacken? Bringen wir die Besprechung bitte erstmal hinter uns. Dann können wir uns unterhalten. Es ist wichtig. Okay. Gut, dann folge ich dir jetzt erstmal, würde ich sagen. Okay. Dann
Ja, wirst du dich... alle sind da. Wir sollten jetzt anfangen. Entschuldigung, aber was hat die denn hier zu suchen? Darauf gehe ich noch ein. Zuerst gibt es aber andere wichtige Themen. Die Unruhen im Commonwealth nehmen weiter zu, wie wir alle wissen. Dein Bericht? Alle Institutseinrichtungen sind immer noch sicher, mit einer bedeutenden Ausnahme. Intern läuft ansonsten alles nach wie vor gut. Ayo behält die Dinge an der Oberfläche im Auge. Ja, die Wächter melden keine weiteren Bedrohungen neben denen, die schon identifiziert wurden. Wir überwachen noch die erhöhte Aktivität bei Fort Independence. Es gibt derzeit aber keinen Grund zur Sorge. Der Flughafen von Boston ist weiterhin besetzt. Außerdem ist die Bruderschaft an mehreren weiteren Standorten im Commonwealth präsent. Laut Geheimdienstberichten ist diese Railroad weiterhin aktiv und wird immer ambitionierter. SEB-Agenten überwachen alle bekannten Situationen. Sehr gut. Danke. Es ist klar, dass unsere Sicherheit in Zukunft oberste Priorität hat. Also, wie sieht es mit Phase 3 aus? Findest du wirklich, dass wir das jetzt besprechen sollten? Bei, nun ja, all den anwesenden Personen? Ah ja, stimmt. Hast du irgendwas über Phase 3 gehört? Phase 3? Was ist Phase 3? Sie ist für uns sehr wichtig. Energie ist, wie du an der Oberfläche gesehen hast, äußerst wertvoll. Ich rede nicht von irgendwelchen abstrakten Konzepten. Ich meine nutzbare Energie, die, mit der man Lampen leuchten lässt. Mit jedem Fortschritt des Instituts steigt unser Energiebedarf. Über die Jahre hinweg gab es viele Kompromisse und Opfer, um diesen Fortschritt zu ermöglichen. Kompromisse? Welche Art von Kompromissen? Mitunter mussten wir unsere Energie aus Anlagen an der Oberfläche beziehen. Das ist riskant für Personal und Ausrüstung. Das ändert sich jetzt. Phase 3 ist die Aktivierung eines Atomreaktors, der das Institut auf alle Zeit mit genügend Energie versorgen kann. Das stellt unser Überleben und unseren Erfolg sicher. Atom? Habt ihr echt nichts dazugelernt? Da draußen ist alles atomverseucht? Atomenergie? Hast die Katastrophe schon vorprogrammiert? Nicht in unseren Händen. Glaub mir, das ist die Antwort. Das ist die Zukunft. Der Reaktor ist so gut wie einsatzbereit, aber die letzten Tests haben gezeigt, dass noch Dinge zu tun sind. Daher kommen wir jetzt zu Phase 3 und zu deiner Hilfe. Sir. Ja, Ayo. Bisher haben wir doch Kellogg für Operationen an der Oberfläche eingesetzt, oder? Tja, er ist fort. Es gefällt mir zwar nicht, meine eigene Mutter in Gefahr zu bringen, aber sie hat bewiesen, dass sie gut zurechtkommt. Ja, aber... Das steht hier nicht zur Debatte. Über ein Thema müssen wir aber noch reden. Ich weiß nicht, ob das jetzt der richtige Zeitpunkt ist. Holdren, doch, ist es. Bitte. Wie einige von euch bestimmt wissen, werde ich jetzt seit geraumer Zeit von Dr. Volkert behandelt. Tut mir leid, aber das ist schwer für mich. Alle Versuche sind gescheitert. Keine der experimentellen Behandlungen war erfolgreich. Ich muss euch leider mitteilen, dass ich sterben werde. Was? Bitte, ist doch nicht dein Ernst? Leute, bitte, tut mir leid. So wollte ich es dir nicht sagen. Aber uns läuft die Zeit davon. Okay, das ist nicht witzig. Warum machst du solche Scherze? Das ist nicht witzig. Das wäre wohl ein schlechter Scherz, aber leider ist es keiner. Wir können später noch reden. Jetzt steht die Zukunft des Instituts auf dem Spiel. Das Institut kann ohne Führung nicht überleben. Das Direktorat muss weiterhin die besten Interessen aller wahren. Daher ernenne ich meine Mutter zu meiner Nachfolgerin. Oh, was? Mann. Das Nein, ist doch nicht dein Ernst. Nein. Wirklich? Eine schlechte Entscheidung. Wie kannst du das rechtfertigen? So. Sie ist keine von uns, nicht mal eine Wissenschaftlerin. Ich ignoriere deinen fast schon ungehorsamen Ton und sage dazu Folgendes. Das Institut hat genug Wissenschaftler. Was es braucht, ist Führung. Ich glaube, meine Mutter hat sich in dieser Hinsicht als äußerst fähig erwiesen. Damit ist die Besprechung beendet. Danke. Was? Es ist toll, dass du hier bist. Was? Nein?
Ich will das gar nicht. Das Institut ist mein Leben. Hoffentlich wird es auch deins. Nein, wird es nicht. Ganz sicher nicht. Sag mal, geht's dir noch gut? Nö. Ich will das nicht. Weil ihr verkriecht euch hier. Euch geht's gut hier. Nichts schadet euch hier, aber ihr macht nur Scheiße mit Sünds und wat nicht alle und da draußen die Menschen, die sind euch scheißegal. Mache ich nicht mit. Sorry, liebe Zuschauer, aber das geht mir echt nö. Mache ich nicht mit. Weil mir geht es nämlich auch um die Menschen da draußen. Und um die Sünds, die ich hier noch befreien will. Na, reden wir mal. Ich bin froh, dass du hier bist, um das mit mir zu teilen. Teilen? Nein. Das wusste ich nicht. Ich weiß, das ist ganz schön viel auf einmal. Tut mir leid, Mutter. Ich hoffe, es war nicht zu anmaßend, dir die Leitung zu übertragen, ohne dich vorher zu fragen. Ja, aber ich will das doch gar nicht. Ich möchte das Institut nicht leiten. Bist du sicher? Aber ganz sicher. Du scheinst ein Talent dafür zu besitzen, mit gutem Beispiel voranzugehen und Dinge zu erledigen. Es würde dir liegen. Und wir stimmen wohl darin überein, dass das Institut Führung benötigen wird. Es steht außer Frage, dass ein Teil des Direktorats und das Institut als Ganzes beruhigt werden muss, was deine Ernennung angeht. Daher möchte ich, dass du diese neueste Operation leitest. Dr. Fillmore kann dir die Einzelheiten erläutern. Es stehen schwere Entscheidungen an. Für uns alle. Besonders aber für dich. Ich weiß, du wirst das Richtige tun. Ja, ich fürchte nur, das Richtige wird nicht das sein, was du denkst. Moment. Sprich mit Ellie Filme. Der Grund, ich würde sagen, bevor ich mit Fillmore spreche, erledige ich erstmal noch ein paar Sachen mit der Railroad. Und auch mit den, mit Minuteman. Vielleicht auch mit der Bruderschaft. Obwohl die sich ungünstigerweise da eingemischt haben. Was ich absolut scheiße finde, ehrlich gesagt. Naja, gut. Aber nicht in dieser Folge. Machen wir beim nächsten Mal. Ich sage bis dahin und tschüss.